So, weiter geht's hier mit dem schönen Nachbarn. Hallöchen, wie geht's dir, mein Freund? Na? Na du? Zack. 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 Oh Gott. Okay, schnell mal eben hier rein. So. Das war knapp. Das war knapp. Ich hoffe mal, kann er mal sterben? So. Alter Schwede, ey. Das ist immer so, dass das immer so knapp sein muss, ne? Ich will das gar nicht, dass das so knapp ist. Das ist doof. Wir haben in der letzten Folge übrigens gar nicht geschlafen. Das machen wir gleich. Ja, hallo, willkommen zur neuen Folge Forest. Das war ja erst eher eine kurze Begrüßung. Metz. So, zack. Das brauchen wir. Und dann können wir uns nochmal den hier reinpfeifen. Und den Lizard können wir auch mal eben kochen. So. Können wir uns am besten gleich nochmal ein paar Blätter schnappen. Aber jetzt können wir erstmal schlafen gehen. So. Damit das auch ganz schön gespeichert wird. Ich hoffe, dass das alles gespeichert wird. Ich hoffe es einfach. Ich hoffe es so sehr. Weil jetzt sind wir so schon so weit voran. Wir sind schon... Guck mal, das Häuschen kommt auch langsam. Ob wir da wohl eine Tür reinbauen können? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe es mal. Ich hoffe es einfach. So. Blätter hätten wir auch gesammelt. Kommen wir eben hier rein. Zack. Die Lizard haben wir direkt gefuttert. Und dann können wir uns schon wieder weiter daran machen, das Haus weiterzubauen. Denn ich möchte das unbedingt jetzt in der nächsten Folge oder in dieser Folge vielleicht sogar schon fertig bekommen. Und dann können wir uns mal, wenn wir das Haus mal fertig haben, können wir uns mal darauf machen, erstmal ein paar Fallen zu bauen. Und dann müssen wir natürlich noch die Insel erkunden. Es gibt noch so viel zu erledigen. Und man weiß ja auch nicht, was in der Zeit alles für Patches kommen werden. Ich freue mich drauf, du. Ich freue mich drauf. Na? Ich fäll mal den nächsten Baum. Wenn das mal nicht so laut wäre immer, ne? Ich schreck mich da immer vor. Der schreckt mich da ehrlich immer vor. So. Na du. Baum. Baumchen. Bäumchen. Ja, turbulente letzte Folge gehabt. Also wer den nicht gesehen hat, der hat echt was verpasst. Also ich sag nur eins. Höhle, dunkel und gruselig. Hui. Baumstamm-Action. Zack. Zack. Also unbedingt mal reinschauen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Lohnt sich auf jeden Fall. Zack. Wo ist der nächste Baumstamm? Wo ist der nächste Baumstamm? Hallo? Baumstämme? Ach, da vorne. Wie der da hinkommt, frage ich mich. Keine Ahnung. Na du? Hallo, ich würde gerne den Baumstamm platzieren. So. Und den würde ich gerne aufnehmen. Hallo? Raus aus meinem Haus. Du bist noch nicht fertig. Ah, da haben wir noch den nächsten Baumstamm. Nice. Nice. So, hier, zack. Cool, ey, cool. Also langsam, ne? So langsam nimmt das echt Formen von einem Haus an oder von einem Heim, wo man mal leben könnte. Aber das werden die wahrscheinlich eh zerstören, ne? Aber ich denke mal, jetzt sind die da eh noch nicht so weit, dass sie das zerstören können. So, den Baum können wir nochmal mitnehmen. Zack. Zack. So. Während der Baum fällt, werde ich mal eben eine kurze Pause machen, weil ich werde mal eben meine Tonspur speichern. Nicht, dass mein PC gleich abstürzt und die Tonspur futsch. Bis gleich. So, weiter geht's. Ich habe alle eben abgespeichert, also ist gesichert. Die Folgen können kommen. Ne, das hatte ich schon öfters. Auch bei Together-Projekten hatte ich das schon sehr oft, dass einfach mein PC abgeschürzt ist und meine Folgen somit. Also meine Folgen nicht, sondern die Tonspur für meine Folgen. Und ja, somit ich die dann nicht hochladen konnte. Und deswegen habe ich das dann lieber gerade eben kurz erledigt, ehe dann nachher wieder ich alles neu aufnehmen muss. Bin jetzt so weit gekommen und jetzt wieder neu anfangen, das muss nicht unbedingt sein. Nee, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. So. Ich glaube, gleich haben wir sogar schon die Hälfte geschafft. Okay, dauert noch ein bisschen. Aber wir nähern uns der Fertigstellung. Wir nähern uns auf jeden Fall der Fertigstellung.
Und dann bin ich echt mal gespannt, wie das dann im fertigen Zustand aussehen wird, dieses schöne Häuschen. Also sieht das schon sehr... Ja, sieht schon sehr schön aus. Also muss man sagen. Kann man nicht anders sagen. Zack, jetzt kommen wahrscheinlich die Hinterdingens hier, Bummens. Und da hätten wir die Bäume, die wir dann noch fällen können. Müssen uns unbedingt mal eine richtige Axt machen. Kann man sich eigentlich selber Äxte craften? Ich weiß das leider immer noch nicht. Zack. 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 Komm schon, Baum. Komm schon. Lass dich fällen. Dankeschön. So, nehmen wir den direkt mit. So. 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 Na komm. Dankeschön. Nächster Baum. Mal eben ratzfatz hier. Ratzfatz geht das. Schlubbelibub. Na komm du. Auch noch. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Baum. So, damit hätten wir erstmal ein paar Baumstämme, glaube ich. Die kümmern uns gleich. Zack. Zack. Wie leer das hier auf einmal ist, ne? Wenn man die ganzen Baumstämme fällt. So. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Jetzt habe ich gerade irgendwie einen Ohrwurm, warum auch immer. Naja, macht ja nichts, oder? Ist ja, glaube ich, nicht so schlimm. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Zack. Komme ich da jetzt noch raus? Jawohl, zum Glück. Also, solange das noch nicht fertiggestellt ist, kann man da zum Glück noch überall durchrennen. Latschen, sage ich mal. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Was habt ihr eigentlich so früher geschaut als Kinder? So Gummibärenbande, kennt ihr das noch? Gummibärenbande. Oder Balloon, seine tollkühne Crew. Oder was war da noch? Was war da denn noch? Gab's doch so viel, ey. Wir haben doch so viel geschaut früher. Wir haben so viel geschaut. Also wie gesagt, Balloon. Tollkühne Crew. Chip und Chap. Ja, Chip und Chap. Chip, 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 Chip und Chap. Ritter des Rechts. Chip, 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 Chip und Chap. Den Bösen geht es. Regenbogen. Hey. Das kann auch nur Gutes heißen und das über unserem Haus, unserem zukünftigen Haus. Also das kann ja nur mehr als Gutes heißen. Im Bösen bleibt Zeit, um mal zu ruhen. Tipp, 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 tipp. Ritter des Rechts. Also wie gesagt, wäre mal schön, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könntet, was ihr so früher geschaut habt. Das waren so meine Serien. Oder, also meine Lieblingsserie war, glaube ich, früher Captain Baloo und seine... tollkühle Crew. Also meine halt, ne? Meine. Fand ich einfach so mega geil. Allein dieses Intro war so geil. Bom 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 bom. Ha ha ha. Bom 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 bom. Oh we yeah, Baloo. Oh we yo, Baloo. De 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 de. Baloo und seine Crew. Oh we yeah, Baloo. Oh we yo, Baloo. Durch dick und dünn, Baloo und seine Crew. Dum 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 dum. Ich sollte mal eben meine Ausdauer auffüllen lassen. So. Dum 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 dum. Früher hat man das ja immer auf Togo geguckt oder Super RTL. Ach, das waren noch Zeiten. Oh, sorry Hase. Können wir direkt mal mitnehmen. Brauche eh noch was zu essen für heute Abend. Ach, das waren noch Zeiten. Togo, Kika. Tigerentenclub, da hat wahrscheinlich auch schon die meisten von euch geschaut. Tigerentenclub, kommt das eigentlich immer noch? Läuft das noch? Ich weiß es gar nicht. Oder, hier. Alter, das waren viele Baumstämme. Wie hieß das? Irgendwie 1, 2, 3 Licht vorbei oder ich habe keine Ahnung. Zumindest waren das dann, da gab es dann irgendwie. Vier oder drei, ich weiß nicht, vier oder so, fünf oder drei Teams, ich bin mir da nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall gab es dann drei Teams oder vier oder fünf, die mussten dann immer Fragen beantworten und
Ich glaube, das läuft sogar heute noch. Und dann, wie gesagt, warte, nee. Doch, 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 da musste man Frage beantworten und da waren dann immer so Antwortmöglichkeiten und die waren dann immer aufgeteilt in drei Lichtern. Lichter. Und da mussten sich die Teams dann drunter stellen und bei dem Toren oder Sachen, wo das Licht dann anging, war die Frage dann richtig und die konnten sich dann immer so Bälle rausnehmen. Da waren so Töpfe und das waren dann, glaube ich, die Punkte oder so, wer dann am nächsten am Ende mehr Bälle gesammelt hatte und alles. Der hatte dann gewonnen. Also war schon eine ziemlich coole Serie, fand ich. Also ich fand die cool. Ich fand die schön. Oder Tabaluga TV. Haben die ja auch immer so Spiele gemacht. Oder, da war auch noch so eine Serie, was war denn das nochmal? Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Hieß irgendwie Togo Club oder keine Ahnung. Und da war dann immer so eine Plattform. Oder so ein Feld bestehend aus Würfeln. Und da stand dann so ein Eisberg drauf. Und da haben die sich dann gegenseitig... Das gab es auch dann früher als Minispiel. Hatte ich auch zu Hause. Ich weiß leider nicht mehr, wie das Spiel heißt. Aber ich denke mal, ihr wisst auch nicht, was ich meine, wenn ihr das früher auch gesehen habt. Oder auch... da war ich immer neidisch. Da geht gerade viel zu viel. Aber jetzt, wo wir arbeiten, ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Da gab es dann immer... da waren die dann immer bei Toys R Us. Und die hatten dann einen leeren Einkaufswagen. Und, die konnten dann alles füllen, mussten dann, glaube ich, irgendwie auch noch so Aufgaben lösen oder so und hatten dann eine bestimmte Zeit und mussten dann in der Zeit dann irgendwie vorne an der Kasse oder am Ziel sein. Und dann haben die alles mitgekriegt und durften alles mitnehmen. Das war immer so ein Traum von mir. Einmal mal da durchrennen und einfach mal den Wagen vollpacken. Ach ja, das war schön. Das wäre mal schön gewesen. Also hätte ich nichts dagegen gehabt. Ehrlich nicht. Also... Ich glaube, da hätte keiner von uns was gegen gehabt. Früher so zu unseren Zeiten. Zu klein, also wo wir noch etwas jünger waren. So Spielsachen, wo Spielsachen der größte Hit waren. Und jetzt nicht mehr hier diese PC-Spiele oder Games sowieso. Spielsachen, wo man früher noch von selbst gespielt hat. Wisst ihr das noch? Ach ja, das waren noch Zeiten. Oh, hier liegt er mal. Hui, können wir den töten? Das ist immer noch der von vorhin, ne? Habe ich recht? Glaube ich sogar. Wir sollten jetzt erstmal eben kurz was essen. Ehe hier wir gleich einbrechen. Und unser Haus ist so langsam, aber sicher fertig. Wir brauchen noch 30 Holzstämme. Feuer können wir mal eben wieder anmachen. Zack. So, komm. So, Feuer ist an. Wir haben ja frisch einen Hasen. Können wir eben da reinpacken. Zack. Aber nee, das wäre echt mal so ein Traum gewesen früher, so einfach mal durch den Laden zu rennen und dann das da rein, das da rein, das da rein. Einfach mal, bis der Wagen voll ist. Wer hätte das gern nicht gern gehabt? Hase. Ah, fertig. Nom 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 nom. Ausdauer wird auch wieder voll, dann können wir... Wahrscheinlich denke ich ein bisschen schneller den Baum fällen. Hoffe ich mal. Da vorne rollt noch, da sehe ich noch zwei Baumstämme. Können wir gleich mal mitnehmen. Oh, bekomme ich hier Schluck auf oder was? Uiuiui. Dap, 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 dap. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Immer wenn ich mir selbst was vorsinge. Kennt ihr das? Wenn ihr euch selbst was vorsingt, dann einfach von selber einen Ohrwurm kriegt. Ich hasse das so, ne? Das kann auch mal gar nicht so schlecht sein, wenn man mal hier am Arbeiten ist, so einfach mal ein bisschen rumsingen. Muss ja auch mal gemacht werden, ne? Muss ja musikalisch bleiben. Während der WM sowieso ist das ganz wichtig, dass man schön musikalisch ist. Ja, so ist das. Erstmal das Haus hier aufbauen. Zack. Vorne die Baumstämme nehmen wir noch. Also, lass mich mal durch, bitte. Dankeschön. So, den können wir mitnehmen und den können wir mitnehmen. Bum 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 bum. Oh we yeah Baloo. Oh we yo Baloo. Dip 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 dip. Baloo und seine Crew. Oh we yeah, oh we yeah, oh we yo, oh we yo. Bum 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 bum. Kriegen wir uns zu siegen und bla 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 bla. Ich weiß den Text nicht mehr leider.
Oder die Gummibärenbande war auch so ein Ohrwurmlied, finde ich. Dö, 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 davon freundlich. Diese Orks immer, die da rumrennen, die sahen irgendwie aus wie Gummibären. Also die Gummibären sahen aus wie Gummibären, aber die sahen dann aus wie große, hässliche Gummibären. Und dann immer dieser eine, der immer diesen Latexanzug anhatte, diesen blauen. Kennt ihr den noch? Der hatte hier so ein Ziegenbart, das war dann immer so der Bösewicht. Der war auch immer so ein komischer Kauz, keine Ahnung. War ein komischer Kauz, ein sehr komischer Kauz. Ein sehr, sehr komischer Kauz sogar. Und wir sind gleich 24 Baumstämme nur noch. So langsam kommen wir uns dem Ziel näher. Nur so langsam gehen uns auch die Bäume aus, habe ich das Gefühl. Aber hier vorne haben wir ja noch zum Glück welche. Zack. Zack. Also wir laufen mal hier rum um den Baum. Ich glaube, das bringt es eher, dass man immer an einer Stelle steht. Das muss man ja sowieso machen. Ah, komm. Zack, komm schon. Lass dich fällen, mein Freund. Jawoll. Das ist ein vernünftiger Baum, oder? Jawoll. So. Und da kommen wir doch langsam. Hallo. Dankeschön. Nachbarn sind noch nicht da. Ich glaube, heute lassen sie uns echt in Ruhe in der Folge. Außer am Anfang, ne? Bisher haben wir noch nichts zum Glück. Ich brauche das auch gerade nicht. Nee, brauche ich gerade nicht. Also stelle ich lieber mein Haus erstmal fertig. Dann könnte mich besuchen kommen. Muss ja schön aussehen, ne? So, einmal bitte hier. Zack. 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 Komm. Komm schon. So. Da können wir schon mal die zwei Baumstämme mitnehmen. Wo ist denn hier der andere? Dann nehmen wir den einfach mit. So. Da hätten wir jetzt wieder ein paar Baumstämme. Zack. Zack. Und zack. Zack. Wo ist der nächste? Da vorne. Dass man die mal so suchen muss, ne? Ist ja auch cool. Und jetzt brauchen wir nur noch 18. Gleich haben wir es geschafft, Leute. Gleich haben wir es geschafft. Ich glaube, in der heutigen Folge schaffen wir sogar noch den Baum. Die Hütte. 17 Minuten haben wir jetzt. Ja, das könnte gut gehen. Haben wir hier noch was? Am Strand waren noch Baumstämme. Kannst du mal eben schnappen. Da waren noch zwei Stück, das weiß ich genau. Und da sind noch Bewohner. Ach nee, ey. Leute. Machen wir eben das Feuer an, nur zur Sicherheit. Und mal eben die Molotov-Cocktails raus. Nur zur Sicherheit. Wir müssen ja nur vorbereitet sein, ne? Warum bluten die eigentlich immer? Wollen wir da mal einen hinwerfen? Gucken, was passiert. Oh, das war ein bisschen zu weit. Hoch. Oh, nicht getroffen. Oh, die haben wir getroffen. Hallo. Hallo. Willst du einen noch haben? Und du einen vielleicht noch? Hey. Und du vielleicht noch? Hä? Hey. Guck, wie die abdancen. Wir sind die Kannibalen. Wir sind die Nachbarn. Wir hauen jeden über den Haufen. Oder auch nicht. Denn wenn ich komme... Oh, ich vergesse das immer wieder, ne? Hoch. Rein da. Ab ins Wasser. So. Also ich frage mich immer noch, warum der das immer fallen lässt. Das ist echt doof. So, wir können aber, glaube ich, jetzt mal unser Totem langsam... Alter, ist das laut. So, wo ist der Kopf? Da ist der Kopf. Kopf Nummer 1. Und? Wo ist Kopf Nummer 2? Hier haben wir noch eine Dame. Kopf Nummer 2 rollt hier. Und der andere Kopf. Zack. 3. Aber wir hatten noch... Da rollt doch noch einer. Na komm her, mein Freund. So, jetzt haben wir, glaube ich, 4 Köpfe, oder? Damit müssten wir unser Totem dann auch fertig haben. Diese stellen wir nicht nur das Haus fertig. Was, 2 brauchen wir noch? Nein.
Warum steht da, dass wir noch einen Arm brauchen, wenn da steht, dass wir noch einen Kopf brauchen? Das ist komisch. Fragt mich nicht. So, da vorne steht natürlich noch das Flugzeugwrack, mit dem wir hierher gekommen sind, mit dem wir hier gelandet sind. So, 13 Baumstämme noch und dann haben wir es endlich gepackt, Leute. Dann haben wir es endlich geschafft. Mal wieder rüber schwimmen, so. So, den Baumstamm. Oh, jetzt fängt das schon wieder an zu gewittern. Warum? Warum fängt das immer an zu gewittern? Will doch kein Mensch. Hä? Warum kann man die Baumstämme nicht nehmen? Ah doch, okay. Kann man nur nehmen. Wir müssen nur rollen. Oder? Ne, kann man irgendwie gar nicht mehr benutzen. Ich glaube, nach einer Zeit kann man die gar nicht mehr benutzen. Da, seht ihr? Liegen dann einfach rum. Liegen dann einfach rum, die Baumstämme. Oh, komisch. Oh, aber hier haben wir noch jede Menge. Alter! Was ist denn hier los? So, gleich haben wir es geschafft. 12 Stämme noch. Das machen wir noch. Wir sind jetzt schon wieder bei 20 Minuten, aber das machen wir noch kurz fertig. So, nur noch 10 Stück. Da haben wir unser Ziel erreicht. Die Ausdauer geht auch wieder an seine Grenzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann brauchen wir nur noch 4. Jawoll. Also es ist echt eine Menge Arbeit. Aber ich hoffe mal, es lohnt sich. Oh, wer kommt denn da an? Nein, 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 nein. Muss ich echt etwa wieder meinen Monitor-Cocktail rausholen? Oh. Mr. Snibbles, pass gut auf. Oh Gott, Kevin, war das schlecht. Ah, jawohl. Das war doch nicht so schlecht. Ich hoffe, ihr habt es schön warm. Och nein, jetzt backt die da wieder so rum. Ich will da nicht hingehen. Ich werfe da am besten noch einen hin. Ich werfe da am besten noch einen hin. Na komm. Na komm. Hör mal, ist das dein Ernst, junge Dame? So. Jetzt stirb doch mal. Mensch, ist das denn zu viel verlangt oder was? Na gut, dann mache ich halt erst mein Totem fertig. Wenn sie nicht will... kann ich da auch nicht dran ändern. So, mein Akku ist fast leer, nicht, dass mein Handy gleich ausgeht. Aber ich habe euch versprochen, wir machen das noch fertig und dann machen wir das noch fertig. Wehe, das passiert jetzt schon wieder, ne? Stirb! So. Feuer anmachen, los, 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 los. Wir brauchen Licht, wir brauchen Licht, wir brauchen Licht. Und das können wir eben fertig machen, kommt schon. Zack, Alter, geil. Anmachen. Bam. Das machen wir auch an. Bam, Alter. Krasse Scheiße, du. Also, wenn das mal nicht mega geil aussieht. Guckt euch das mal an, Junge. Schön, schön. So, jetzt können wir erstmal die Baumstämme holen gehen. Der ist schon wieder so lahmarschig, ey. Das gibt es doch nicht. Können gleich mal eben schlafen gehen. Wir sollten nicht so weit weg, genau. Ich weiß, ich weiß.
Schön beim Feuer bleiben, ja. 8 Stück, boah, das könnte sogar reichen. Obwohl, nee, ich glaube 2 brauchen wir noch. Nicht, dass wir hier erfrieren. Das wollen wir ja nicht. So, dann geht das auch direkt mal wieder weg. Und wir können mal eben schlafen. Na? Zack. Und? Kannst du mal bitte weggehen? Oder ihr? Also wir haben geschlafen, das hat nichts gebracht. Toll. Das mag ich ja, wenn das... Ah, jetzt. Jetzt vielleicht? Alter. Seid ihr irgendwie schwerhörig oder so? Leute. Ich habe euch jetzt oft genug gesagt, ne? Wenn ihr euch unerlaubt meinem Territorium nähert, dann trägt ihr die Konsequenzen. Und das werdet ihr damit jetzt auch tun. Tut mir leid, aber es muss leider sein. Obwohl. Na komm. Hör mal, bist du bekloppt oder was? Aber sonst geht's dir noch gut, oder was? Ja, da hast du jetzt davon, mein Freund. Tschüss. Tschüss. Hat Spaß gemacht mit euch, nicht? Lasst euch bloß nie wieder hier blicken. So einfach ist das. So einfach. So, jetzt mal eine Runde schlafen. Na komm, bitte. Warum klappt das denn nie? Warum schläft er denn immer nur so kurz? Wisst ihr, warum das so ist? Braucht er vielleicht was zu essen oder so? Ich weiß es gar nicht. Nö. Ach, guck mal, hallo. Hallo. Hui. Und du auch noch. Ja, renn auch noch ins Feuer, ja. Party! So, ich glaube, jetzt wird langsam wieder hell, ne? Warum können wir die Taschenlampe nicht benutzen? Diesmal nicht, mein Freund. Diesmal bin ich darauf vorbereitet. Feuerzeug weg. So, dann holen wir uns noch ein paar Baumstämme. 6 Stück brauchen wir noch. Hier haben wir schon mal 3. Vorne haben wir noch 2. Dann brauchen wir nur noch einen Baumstamm. Und dann haben wir es geschafft, Leute. Dann haben wir es geschafft. Da bin ich echt mal gespannt, wie unser trautes Heim hier, wie sich hier leben lässt. 4 Stück noch. Die 2 Baumstämme lasse ich da mal eben Baumstämme sein. Können wir am besten eben noch einen Baum fällen, ne? So. Und nehmen wir uns hier noch so einen Baum vor. Der sieht doch gut aus. Zack, zack, zack. Und dann will ich mal hoffen, wenn ich dann gleich das Spiel beende, dass der alles schön speichert. Weil das ist die Hauptsache. Weil sonst ist das ja blöd, wenn wir dann wieder von neu anfangen müssen. Und ich weiß nicht, ob das dann so toll für euch wäre und ob ihr da überhaupt so Bock drauf hättet. Also, ich habe da ja schon keinen Bock drauf. Ist ja auch normal, oder? So, und das sind die letzten Baumstämme. Und dann haben wir unsere Hütte fertig. Nice. Ein Baumstamm noch. Und jetzt ist der große Moment gekommen. Warte, wir müssen erst schlafen, damit wir das schön sehen können, in voller Tagespracht. Och, ernsthaft, Leute. Ihr wollt mich doch verarschen. Okay, machen wir das gleich. So, hui. Zack. Kannst auch nochmal ins Feuer reinrennen.
Ah, ja, so ist Feuer ins Feuer reingerannt. Aber warum wir nicht schlafen können, ist mir immer noch ein Rätsel. Keine Ahnung, ey. Ach, der ist auch ins Feuer reingerannt. Na toll. Dann halt nicht. So, machen wir mal unsere Wohnung fertig. Und der letzte Stein. Bam! Yeah! Jetzt haben wir uns hier ein schönes Häuschen gebaut. Ob wir uns auch Türen bauen können? Das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren, denke ich mal. Oder hoffe ich mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. What the fuck? The fuck? Keine Ahnung. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, immer wie immer euer Feedback und eure Tipps in die Kommentare gerne. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinschaltet, wenn es heißt The Forest. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.